Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf tasteberichte.com. Heute geht es mal um Blecktourio. Kurzer Background zur Webseite. Eigentlich war es geplant, ein Online-Archiv für verpasste Vorlesungen und Seminare zu schaffen. Jedoch waren nicht viele Universitäten von dieser Idee begeistert und deshalb haben sich die Gründer dazu entschlossen, ein anderes Geschäftsmodell auszuarbeiten. Daraus ist Blecktourio entstanden, wie wir es heute kennen, eben eine E-Learning-Plattform, für die man Geld bezahlt. Ich erzähle euch in diesem Video alle Vor- und Nachteile und nach dem Intro fangen wir sofort an. Blecktourio stellt mittlerweile schon über 7000 Lerninhalte auf der Webseite zur Verfügung. Dabei sind diese ganzen Lerninhalte in folgende Kategorien unterteilt: Jura, Wirtschaft, Medizin, Rechnungswesen und Steuern, Software und Programmierung, berufliche Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Kurse auf Englisch, Freizeit und Gesundheit und Sprachen. Wenn man sich die Website etwas genauer ansieht, wird man recht schnell merken, dass es drei Kategorien gibt, wo eigentlich der Großteil der qualitativ hochwertigen Inhalte zu finden ist. Das ist Jura, Medizin und Wirtschaft. Das sind so die großen Fokuspunkte von Blecktourio. Dort finden sich sehr viele und sehr gute Videos. Die anderen Kategorien sind zwar vorhanden auf der Website, aber eigentlich nicht so erwähnenswert. Das Angebot bei Blecktourio spricht prinzipiell eigentlich Studenten an. Das ist im Großen und Ganzen, denke ich, die Zielgruppe von Blecktourio. Es werden sehr viele Prüfungsvorbereitungen angeboten, zum Beispiel für die diversen Staatsexamen. Auch in der Medizin finden sich sehr viele Prüfungsvorbereitungen. Also man sieht schon, diese drei Hauptfokuspunkte mit Jura, Wirtschaft und Medizin sind auch auf den typischen Studenten getrimmt. Man merkt auch in den anderen Kategorien, zum Beispiel Software und Programmierung, dort werden dann Programme wie Excel oder Microsoft Word gelehrt. Das Ganze ist sehr so aufgebaut wie in der Schule, würde ich jetzt mal sagen, oder wie im Studium. Blecktourio hat seine Zielgruppe definiert und spricht diese auch an. Daran ist nichts negativ. Ich möchte es nur in dem Video erwähnt haben, dass das Angebot eigentlich für Studenten gedacht ist oder für Auszubildende. Der Videoplayer von Blecktourio ist eigentlich ziemlich cool und übersichtlich aufgebaut. Man hat mit einem Blick alles im Blick. Jedenfalls sieht man auf einen Blick alles, was man sehen muss. Wir haben zum einen mal das Video an sich, also den Lehrinhalt, den man sich anschaut, und gleichzeitig habe ich rechts daneben zum Beispiel die Quizfragen, ich habe meine Projektfiles, ich habe Fragen und Antworten zum jeweiligen Kurs und ich habe auch eine Kapitelübersicht vom Lehrinhalt, wo ich dann eventuell Kapitel überspringen kann oder mir nochmal ansehen kann. Die Funktionen sind eigentlich sehr standardmäßig, aber das Coole ist, dass alle Funktionen, während ich das Video schaue, zur Verfügung stehen und ich muss das Video nicht pausieren, um zum Beispiel eine Notiz zu schreiben. Das hat mir sehr gut gefallen. Und was auch noch cool ist, sind die Quizfragen. Immer wieder zwischen dem Lehrinhalt wird pausiert und es wird mir eine Frage oder mehrere Fragen gestellt zum Thema. Und so habe ich auch selber eine Kontrolle, ob ich den Lehrinhalt verstanden habe und ich ihn mir gemerkt habe. Das ist, finde ich, ein cooles Feature und muss man auf alle Fälle erwähnen. Es gibt nur ein Problem, einen Haken beim Videoplayer, der nicht gut ist und ein No-Go ist. Der Fortschritt wird irgendwie nicht gespeichert. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Video ansehe und ich bin bei Minute 35 und ich entschließe mich dafür, aufzuhören und zu einem späteren Zeitpunkt weiterzumachen, speichert Blecktourio meinen aktuellen Zeitpunkt im Video nicht. Das Video fängt immer wieder bei Minute 0 an und das ist einfach nervig, wenn ich mir selber merken muss, wo ich das Video beendet habe. Das gefällt mir nicht gut und gehört auf alle Fälle geändert. Ah, und fast hätte ich es vergessen, alle Funktionen funktionieren natürlich auf dem Handy, Tablet und am Computer, so wie es in der heutigen Zeit eigentlich Pflicht ist. Deswegen vergesse ich das immer wieder in den Videos zu erwähnen, aber ich habe jetzt nochmal dran gedacht, also ihr wisst Bescheid.
Auch noch ein wichtiges Thema ist natürlich der Preis. Zielgruppe sind Studenten, da müsste der Preis eigentlich niedrig sein, denn Studenten haben ja nicht so viel Geld. Ist aber nicht ganz so einfach bei Lecturio. Prinzipiell gibt es zwei Optionen bei der Bezahlung. Man kann das Video einmalig kaufen und hat es dann lebenslang, das heißt man zahlt einen Betrag. Oder die zweite Option ist, ich zahle in Raten und zwar in 12 Raten, jedes Monat eine Rate. Die Monatsrate ist etwas teurer, als wenn ich das Ganze auf einmal bezahle. Kurzes Beispiel, was kostet das erste Staatsexamen? 799 Euro. Boom. Gar nicht mal so wenig, denkt ihr? Sage ich auch. Aber man bekommt halt auch einen immensen Inhalt an Content. Für die 800 Euro bekommt ihr wirklich viel Material. Und wenn ihr die Prüfung schafft, hat es sich doch ausgezahlt, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz ist Lecturio kein Schnäppchen. Es gibt natürlich Videos, die bei weitem nicht so teuer sind, aber es gibt auch Videos, die noch viel teurer sind als 800 Euro. Also da müsst ihr euch selber mal durchschauen. Generell kann ich sagen, die Lerninhalte für richtig schwere Prüfungen sind auch nicht billig im Durchschnitt. Ja, meine abschließenden Worte zu Lecturio. 7000 Lerninhalte und viele verschiedene Kategorien. Hört sich eigentlich ziemlich geil an. Wenn man das Ganze aber dann genauer betrachtet, merkt man relativ schnell, dass es eigentlich nur drei große Kategorien gibt, wo der ganze Inhalt liegt. Wirtschaft, Jura und Medizin. Und dann ist das Ganze auch noch sehr auf den Studenten getrimmt. Da kann ich nur sagen, das ist nicht für jedermann oder Frau. Etwas überrascht hat mich dann doch der Preis. Das Ganze ist ja eigentlich für Studenten gedacht. Einige Kurse sind aber schon recht teuer, muss man sagen. Nichtsdestotrotz sind die Funktionen sehr gut umgesetzt und das Ganze macht Sinn. Es gibt auch nette Features, wie zum Beispiel die Quizfragen, die man gestellt bekommt während des Schauens. Das Ganze ist ja kostenlos zum Testen. Die ersten paar Kapitel eines Kurses sind komplett kostenlos. Also würde ich sagen, probieren geht über studieren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Like freuen. Lass auch gerne einen Kommentar da, ob du das Ganze schon mal ausprobiert hast oder ob du eine andere E-Learning-Plattform nutzt. Einen schriftlichen Test gibt's auch. Der Link ist in der Videobeschreibung. Auf unserer Webseite testberichte.com kannst du das Ganze nochmal in Ruhe und noch genauer durchlesen, wenn du willst. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, hoffe ich sehe dich im nächsten Video und dann bis bald.